Freude. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part The Legend of Zelda Remastered. Ja, im letzten Part haben wir wieder ein paar Dungeons gemacht. Level 6 ist auch erledigt. Und wir werden uns jetzt in den Friedhof begeben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, hier ist übrigens der Wasserfall. Wenn man jetzt hier reingeht, dann kann man sich dann hier eben Tipps holen. Sagt Talk for free, aber will die dicke Kohle haben für Informationen. Das ist wieder mal so mega typisch. Immer nur das Geld. Immer nur das Geld. Eine bodenlose Frechheit ist das. So. Vielleicht können wir hier schon lang gehen. Ich muss mal überlegen, wie wir am günstigsten jetzt zum Friedhof eiern. Berge, 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 Berge. Frage ist, sind wir hier in den richtigen Bergen? Wir werden sehen. Ich denke schon. Ja, wir sind hier vollkommen richtig. Ich habe mich hier nicht verlaufen. Das ist sehr gut. Da ist ja wieder so ein Warp. So. Schnell weiter. Denn wir möchten uns noch was holen, bevor wir ins nächste Dungeon gehen. Nein, es ist mal kein Herz. Mit den Herzen sind wir durch. Bashen wir den hier. Alles ist grün. Alles ist schön. Und ich glaube, es ist dieses Grab. Become stronger and you may have this. So, damit haben wir das legendäre Master Schwert, die höchste Schwertstufe in diesem Spiel, erreicht. Jetzt geht's in einen Dungeon, den ich nicht so gerne mag. Den sechsten. Der ist mir... I. Wir gehen mal jetzt rechts. So eine rote Flasche übrigens kann man zweimal benutzen. Die Zauberer sehen aber geil aus. Da wir aber das Masterschwert haben, ist die Sache jetzt nicht so dramatisch. Den Weg nach oben können wir uns sparen. Da ist ein alter Opa, der uns wieder irgendwelche Weisheiten an den Kopf schmeißen möchte. So, erledigt. Weiter geht's. Eigentlich könnten wir uns sparen, die hier zu bashen, aber wir wollen die Kohle haben. Die werden wir nämlich im nächsten Dungeon, ich glaube im nächsten Dungeon, brauchen. Sehr schön. Du. Hauptschleim, jede Menge Hauptschleim, sonst können wir uns gleich ein neues Schild kaufen. Und darf ich eigentlich keinen Bock, ehrlich zu sein. So, und Steinchen drücken. Vorbei an diesen Rizvopes. Müssen wir uns leider auch um Trinix für Arme kümmern. So, hoch müssen wir. Wir werden uns mal hier hinstellen. Ah, sehr schön, wir sind safe. Mit der Uhr, kein Problem. Karte geholt, ab nach oben. Wieder einen ganzen Haufen Rizropes bashen. Solange sie uns nicht bashen. Tja, das war ein Fail seinesgleichen. Wir fangen aber wieder an diesem Dungeon an. Das musste jetzt natürlich nicht passieren. Aber gut. Ist halt so. Kann passieren.
irgendwie habe ich kein Piepen gehört. Ein Fail muss sein, ein Fail für die Quote. Au. Ich hasse Dungeon 6, ich hasse ihn einfach. Ich hätte den Raum natürlich gerne geschafft. So. Gegner bleiben clear. Bin auch schon wieder fast tot. Werden uns aber vorsichtshalber jetzt hier nochmal Leben auffüllen. Dann müssen wir uns halt nochmal eine Flasche kaufen. Das ist ja nicht das Problem. Schon das Dungeon Item. Yay. Dann können wir uns auch direkt dann gleich Richtung Boss machen. Und hier ganz so schnell verschwinden. So, jetzt immer nach unten. Und rechts müssen wir. Können wir mit dem Stab aber noch nicht allzu viel anfangen. Perfekt. So muss das. Ha, wir kommen nämlich nicht durch. Wir müssen noch ins Tiefer. So. Meinerseits. So. Ah, wir müssen erstmal diese komischen Dinger hier erledigen. Ihr wisst ja noch, die hat man ja schon gehabt. Und da haben sie sich dann halt so zerteilte Fledermäuse. Und das werden sie jetzt nicht mehr tun, da wir jetzt die höchste Schwertstufe haben. Zerteilen sie sich nicht mehr. Oh. Muss ich euch bashen? Ich muss euch bashen. Ich mache mir am meisten Sorgen um den Raubschleim. Nicht um die Wristwurfs. Du Dreckst. So, sehr schön. Perfekt. Wo sind wir denn jetzt? Ah ja, genau. Das sparen wir uns einfach. Dafür haben wir eben die vielen Schlüssel. Und das war auch schon der Boss. Okay, wir haben es geschafft. Dieses Dungeon, ich hasse es. Ich hasse es einfach zutiefst. So, wir nutzen jetzt mal unsere Flöte. Weg sind wir. Also wieder da, wo wir angekommen, wo wir gestartet sind. Schön mit den Wolken. Hübsche Animation. Hier sind wir. Nee, hier ist auch doof. Er bringt uns halt zu den schon erledigten Dungeons.
Da bin ich ja fast schneller gelaufen. Okay, es reicht mir. Ich gehe zu Fuß. Es ist halt total random, wo ein diese Flöte hinbringt. Wir müssen allerdings noch fürs nächste Dungeon. Ja, wir brauchen jetzt 168 Rupies noch. Die werden wir uns in der Zeit noch farmen. Werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen. Nee, auf gar keinen Fall. In diesem Part noch ein Dungeon zu machen. Dann brauchen wir Kohle. A. Brauche ich, weil ich ja so. Entschuldigung. Genial gestorben bin. Brauche ich natürlich eine frische Flasche. Und wir brauchen 100 Rubies für das nächste Bomben-Upgrade. Das wollen wir ja mitnehmen. Ganz unbedingt sogar. Dam, 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 dam. Ja, ich hoffe natürlich, euch gefällt dieses kleine Let's Play. Es ist nichts Weltbewegendes. Es ist kein AAA-Titel. Na gut, das ist ein AAA-Titel von 1986. Okay. Also eigentlich ist es schon ein AAA-Titel. Jetzt haben wir natürlich wieder erstmal die mühevolle Farmerei so ein bisschen. Aber was sind schon 100 Rupies gegen 200? Obwohl ich gerade überlege, man könnte ja auch vielleicht noch an dem einen oder anderen Ort noch ein paar Rupies bekommen, vielleicht. Schauen wir mal. Weg mit den Octoroks wieder. Typische Spielchen. Ich bin der Meinung, dass hier noch was war. So. Ja. Und hier gibt es auch nochmal 30 Rubies. Haben wir schon mal 44. Das hilft uns schon mal ungemein. Spart jetzt ein bisschen Zeit. Ein bisschen Farming Time. So, das überlege ich, das überlege ich. Sehr nice. Ah, oh, es metert. Halt, den will ich noch wegnehmen. Sonst spawnt ja auch nur der eine, ne? Können wir feuchtshalber den Bumerang nehmen. Mit dem Bumerang können wir dann auch die Rupies, die in den Bergen sind, bekommen. Also, da ist gar kein Problem. Wir können auch Feen catchen. Also es ist fast geschafft. Der Drops ist fast gelutscht. Es sind wirklich bloß noch 22. Flasche haben wir schon gekauft. So. Sacre bleu.
perfekt. Vermutlich sogar die letzte Runde, die wir jetzt erstmal machen müssen. Ja, schon gut. Aber im Endeffekt ist schon das, was wir eigentlich erreichen wollten. Jetzt nehmen wir noch die paar Rupies mit auf dem Weg. Dann können wir schon mal zum nächsten Dungeon gehen. Und dann direkt im nächsten Part mit dem 7. Dungeon weitermachen. So schnell kann das gehen. Es geht halt alles relativ fix jetzt. Ja, den Ton halten müsste man auch können. Ich nicht. So, Items. Sind wir durch und wie seht, wir haben bloß noch zwei Triforce-Teile, die uns fehlen. Keine große Sache das. Ich nehme das hier übrigens in einer Session auf, ne? Double Mat. Einfach mal so. Oh, wich das Ding. Ah, seht ihr, jetzt haben wir 125 Rubies. Das ist ja ein Träumchen. Hier oben gibt es übrigens noch eine Fee, wo man sich heilen lassen kann. Jupp. Oh. Interessant. Wie kriegt man einen Hinweis, was das wohl zu bedeuten hat? Sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir einen Kommentar da, ein Abo wäre schön. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Also, bis zum nächsten Mal, euer Retro-Basti. Ciao, ciao.